Macht Alkohol eigentlich dick? Das ist eine Frage, die sich viele in der Vorweihnachtszeit und natürlich auch zu den Feiertagen stellen. Denn, sind wir mal ganz ehrlich, wir sind auf Weihnachtsmärkten, trinken Punsch hier, bei Freunden Feuerzangenbowle, zu Hause zum Fest dann eben die Flasche Wein, ist auch schnell weg. Und die bittere Antwort ist, ja, Alkohol macht nicht nur besoffen, sondern auch dick, vielleicht sogar fett. Und das liegt nicht nur daran, dass Alkohol viel Kalorien hat. Ein Glas Feuerzangenbowle hat so viel Kalorien wie ein Schokoriegel bzw. 10 Schokobonbons. Also es ist wirklich eine Menge an Energie in dem Alkohol drin. Dann ist ja oft noch so, also gerade beim Glühwein oder auch bei der Feuerzangenbowle wird noch ordentlich nachgesüßt. Das heißt, da kommt noch Zucker dazu. Und das mag der Körper schon. Der legt das dann auch zurecht. Und das ist dann eben so, jetzt wird es nämlich schon wieder problematisch, nicht nur, dass Alkohol insgesamt viel Kalorien hat und dann eben der Bauch ein bisschen anschwillt, sondern der Hormonspiegel wird so verändert, dass sich die Fettverteilung am Körper auch verändert. Das heißt, Alkohol macht nicht nur dick, sondern macht auch an der falschen Stelle dick. Oft ist es ja so, dass man sagt, so ein bisschen was auf der Hüfte, das mag ja bei einer Frau auch ganz schön aussehen, aber es wird halt eben vor allem die Taille dick. Ja, also das heißt, die Fettumverteilung ist schlecht. Und das nächste Problem ist, gerade zu Weihnachten, wenn dann Kekse stehen und irgendwie der leckere Braten auf dem Tisch ist, Alkohol macht auch Dampf. Das heißt, man kriegt richtig schön Appetit durch Alkohol. Und wenn dann da die große selbstgebackene Keksplatte steht oder man sagt, oh, da ist ja noch ein bisschen Baumkuchen nach, da erwischen sich viele selbst, ich spreche jetzt auch von mir, dass man nach ein, zwei Gläsern Wein sich denkt, auch so ein paar Kekse, gehen ja noch. Und das ist natürlich das nächste Problem. Dann kommt zu den Kalorien, die schon im Alkohol sind, noch Berge an Butter, Zucker und sonstigen Süßigkeiten, die dann in Keksen verbacken sind, dazu. Und das ist tatsächlich dann schon ein Problemchen. Ein ganz anderes Problem ist natürlich, wie viel Alkohol darf ich denn jetzt eigentlich trinken? Also für mich ist eine goldene Regel, Feiertage, man kann es natürlich auch mal ein bisschen krachen lassen. Dafür ist es ja auch die schönste Zeit des Jahres. Aber es geht natürlich schon grundsätzlich darum, alles in Maßen. Ich finde es immer schade, wenn dann irgendwie das Weihnachtsfest dadurch zerstört ist, dass, und jetzt kommt noch ein Problemchen, die Tante wieder zu tief ins Glas geschaut hat, völlig enthemmt da rumpöbelt oder nach einer Weihnachtsfeier man sich auch nicht mehr so richtig traut, wen duzt sich jetzt eigentlich und wen sieht sich noch und habe ich dem wirklich gesagt, wie toll ich ihn finde oder habe ich der wirklich gesagt, wie schick die heute aussieht und das war vielleicht nicht ganz so glimpflich gelaufen. Also Alkohol macht ja nicht nur dick, sondern auch peinlich. Deswegen mein Tipp, wir müssen mal eine Lösung haben. Das eine ist ganz klar, Alkohol in Maßen, also einfach jedes zweite Getränk zum Beispiel unalkoholisch. Auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein, Kinderpunsch, Glühwein, Kinderpunsch. Das ist schon mal die Hälfte vom Alkohol weg. Das heißt, weniger Kalorien und weniger besoffen. Und das nächste ist, genießen. Den Alkohol trinken, auf den man wirklich sozusagen Lust hat, weil es ein Genussmittel ist, ein Geschmack ist, ein schönes Glas Rotwein, anstatt zu sagen, ich kipp mir da jetzt 4 Bier rein, nur damit ich die Familie mehr endlich ertrage.